Guten Morgen, Stefan. Hey, Michi. Guten Morgen, Thomas. Hey, Michi. Themen Nachhaltigkeit und Umweltmanagement sind bei Stapus sehr im Fokus. Eine erste Frage an dich, Stefan. Die Stadt Winterthur hat sich ja sehr ehrgeizige Klimaziele gegeben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Was sind so die wichtigsten und was für eine Rolle wird da Stapus drin spielen? Das wichtigste Ziel, wo Politik und das Volk in der Stadt Winterthur sich gibt, ist, dass wir bis 2040 CO2-neutral sind. Da gibt es zwei grosse Bereiche, die dazu beitragen. Das eine sind die Heizungen in den Häusern und das andere ist die Mobilität. Und die Stadtbus ist ein ganz wichtiger Teil der Mobilität. Und dass wir dort CO2-neutral werden, braucht es natürlich viel mehr Busse, die nicht mehr mit Diesel fahren und die mit Strom fahren. Und da kann natürlich Stadtbus in den nächsten Jahren einen grossen Teil dazu beitragen. Wichtig ist aber auch, dass man den Anteil der Leute, die jetzt mit dem Auto unterwegs sind, dass man da einen grossen Teil dazu bringt, die dann am Schluss mit Stadtbus oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt Winterthur unterwegs ist. Nur so erreichen wir die ehrgeizigen Ziele, die sich die Stadt Winterthur gegeben hat. Anschlussfrage an dich, Thomas. Eben, wir kennen die städtischen Klimaziele. Wie ist da Stadtbus unterwegs? Sind wir da auf einem guten Weg? Stadtbus ist auf sehr einem guten Weg, was das anbelangt. Wir rechnen damit, wenn wir jetzt keine Dieselbusse mehr kaufen, dass wir 2035 CO2-neutral sind. Das schaffen wir. Das schaffen wir vor allem dann, wenn wir jetzt elektrifizieren können. Wir stehen hier an der Haltestelle Rudolf Diesel, wo die Linie 5 und die Linie 7 fahren. Die beiden Linien sollten elektrifiziert werden, das heisst mit einer neuen, modernen Batterietrolleybus betrieben werden. Mit dieser Massnahme können wir aus heutiger Sicht bis zu 30 Fahrzeuge umstellen von Diesel auf Strom. So gesehen wäre eigentlich der richtige Name der neue Rudolf Strom. Genau, Rudolf Strom, gutes Stichwort. Mit dieser Umstellung von diesen zwei Linien, also eben Dieselbus ausmustern, Elektrotrolleybus reinnehmen, wie viel CO2 können wir pro Jahr einsparen durch die Umstellung? Rein rechnerisch, beim heutigen Angebot sind wir bei 2000 Tonnen CO2, die wir einsparen. Wir hoffen aber natürlich, dass mit dem Umstieg von ganz vielen Automobilisten wir die Summe von 2000 Tonnen natürlich vervielfachen können. Wir haben vorher jetzt schon einiges gehört, über wie Stadtbus seine Ausstöße primär CO2 kann reduzieren, aber der ÖV hat ja noch ganz einen anderen Hebel und vielleicht sogar den grösseren Hebel unter dem Stichwort Flächeneffizienz. Kannst du mir das ganz kurz in einem Zahlenbeispiel erläutern? Ja, das ist nicht ganz einfach. Das Ziel ist ja, dass man für die Mobilität möglichst wenig Platz braucht, weil eigentlich der Platz in der Stadt wirklich begrenzt ist. Und wenn man einen Bus durchschnittlich füllt oder, und dann 30 Stundenkilometer, wenn man so ungefähr dann anstrebt, wer fahren, dann braucht ein Fahrgast 4,5 Quadratmeter Fläche. Und beim Velo ist das schon ein bisschen mehr und beim Auto sind das schon 140 Quadratmeter, die eigentlich ein Automobilist braucht für seinen Transport. Und das ist einfach das, was zentral ist. Und das ist auch der Grund, wieso das eben der ÖV ein Teil der Lösung ist, von der städtischen zukünftigen Mobilität. Ja. Du sprichst gerade Zukunft an. Wir werden im Dezember 2022 neue Doppelgelenk-Trolleybus anschaffen, die noch mal ein Stück grösser sind und mehr Kapazitäten haben als die aktuelle Busflotte. Ich nehme an, dann wird die Flächeneffizienz noch mehr zum Tragen kommen. Das ist klar. Die Fahrzeuge sind ein Drittel grösser. Entsprechend wird es besser. Bedingt natürlich auch, dass die entsprechend auch voll sind. Stefan, wieder zurück zu dir. Winterthur soll ja eine lebenswerte Stadt bleiben. Was ist da die Rolle, die der ÖV einnehmen kann? Und wie stellt die Stadt sicher, dass wir als Stadtbus die richtigen Rahmenbedingungen haben, um dieser Rolle gerecht zu werden? Ein attraktiver öffentlicher Verkehr ist für eine lebenswerte Stadt ganz wichtig. Und damit wir auch gute Rahmenbedingungen haben, will ich, dass man Buspriorisierung hat, dass man pünktlich von A nach B kommt. Ich will aber auch, dass man klimaneutral, dass man Busse hat, wo elektrifiziert sind, wo kein Diesel mehr brauchen. Und wir sind natürlich angewiesen, dass das Angebot gut ist, dass wir gute Fahrpläne haben, gutes Angebot und dass wir gutes Personal haben bei Stadtbus, dass unsere Kundschaft zufrieden ist mit dem öffentlichen Verkehr. Okay, cool. Letzte Frage an dich. Was ist so deine Vision
vom öffentlichen Verkehr in der Stadt Winterthur. Ein bisschen konkreter gefragt, wie stellst du dir den ÖV im 2035 vor? 2035 erwarte ich, dass wir Mehrspurausbau auf Zürich gebaut haben, also das ehemalige Brüttermotunnel, dass man schneller mit mehr Verbindungen auf Zürich kommt, dass es dort keinen Engpass mehr gibt. Ich erwarte, dass wir bis dann den Bahnhof Grützenort haben, der sehr viele Querbeziehungen ermöglicht, auf alle Richtungen, sehr viele S-Bahn-Haltestellen dort. Und ich erwarte aber auch, dass wir im 2035 die ganze ÖV-Brücke haben bei Grützen, wo sehr viel neues Angebot ermöglicht für Stadtbus, noch bessere Linien können schaffen und noch mehr Angebot haben für unsere Leute in Winterthur, um von A nach B zu kommen. Okay, danke. Das wäre es schon gewesen. Das Interview müsste man eigentlich im 2035 aus der Motorkiste rausholen und schauen, ob sich das wirklich bewahrheitet hat. Lieber Stefan, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute.